Herr Linz, wir stehen hier vor dem neuen Q5, dem neuen Offroad-Modell von Audi. Können Sie uns kurz die Highlights dieses Fahrzeugs erklären? Ja. Der neue Audi Q5 ist der erste Kompakt-Premium-SUV von Audi. Also wir steigen damit in ein völlig neues Segment ein. Das Highlight von Audi, ganz klar, ist auf der einen Seite das Design. Das heißt, das Auto zeichnet sich aus durch den typischen Audi-Kühlergrill vorne. Er zeichnet sich aus durch eine sehr dynamische Linienführung, was man durch die abfallende Dachpartie sieht. Also er unterscheidet sich also dadurch ganz klar von den sonst üblichen Kompakt-SUVs. Weiters zeichnet er sich aus durch den wieder weiterentwickelten Quattro-Allradantrieb von Audi. Audi ist ja Marktführer und absoluter Innovator in diesem Bereich. Er verfügt außerdem über viele weitere technische Highlights, beginnend beim neuen MMI, also dem Multimedia-Interface von Audi, das weiterentwickelt wurde und jetzt über eine Festplatte verfügt, über deutlich schnellere Ansprechzeiten verfügt, über komplett neue weitere technische Features, wie zum Beispiel das ESP, das selbst erkennt, ob eine Dachlast auf dem Fahrzeug ist, ob eine Anhängelast ist und die Regelung sich also entsprechend anpasst. Des Weiteren verfügt der Audi über die absolut neuesten und technologisch weitesten Motoren. Verfügbar sind der 170 PS TDI Common Rail, der 3 Liter Common Rail und ein komplett neuer 2 Liter TFSI Benzinmotor mit 211 PS, die alle auch im Verbrauch völlig neue Maßstäbe in dieser Klasse setzen. Sie haben es gesagt, eine völlig neue Linie von Audi. Mit welchen Erwartungen gehen jetzt Sie in diesen Start, in diesen Verkaufsstart? Es ist so, dass bereits im Vorfeld das Echo sehr, sehr positiv war. Das heißt, wir haben bereits das heurige Kontingent an Fahrzeugen verkauft, bevor die Kunden das Fahrzeug das erste Mal gesehen haben. Wir gehen davon aus, dass sich die Verkäufe auch in einer ähnlichen Richtung weiterentwickeln werden. Das heißt, Ziel ist ganz klar die Marktführerschaft im Premium-SUV-Segment, auch für nächstes Jahr. Das Fahrzeug ist auch innen sehr schön, also sehr, sehr sportlich, sehr elegant. Welche Ausstattungsmöglichkeiten bietet dieser neue Audi Q5? Die Ausstattungsvarianten sind mannigfaltig. Das Fahrzeug verfügt man vorab schon über eine gute Grundausstattung. Darüber hinaus gibt es natürlich alle Möglichkeiten, die man bereits aus dem Audi-Programm kennt. Das heißt, von Navigation über die Freisprecheinrichtungen, über komplett Lederausstattung, über unterschiedliche Dekoreinlagen. Highlights sind sicher die automatische Distanzregelung. Das heißt, das Fahrzeug erkennt, wenn mit dem Tempomat gefahren wird, den Abstand zum Vordermann, verringert automatisch die Geschwindigkeit und hält einen Mindestabstand ein. Das ist sicher eines der Highlights. Highlights sind sicher auch Xenon mit Kurvenlicht, der Fernlichtassistent, der automatisch an und abregelt. Ja, darüber hinaus natürlich noch vieles, vieles andere. In welcher Preisklasse bewegen wir uns hier mit dem neuen Q5? Wir bewegen uns bei einem Einstiegspreis ab ca. 42.000 Euro und damit eigentlich im Mittelfeld des Marktsegments.